Jo, hallo und herzlich willkommen zur ESL Think Fast Razor League in der vierten Gruppenphase von 4. Dieses Mal im Spiel Aragorn Luktar gegen Mro Evo. Jo. Und so sieht der Draft aus. Wir bannen eine Razor. Radiant Team und dann wird eine Viper gebannt. Oder umgekehrt. Ja, ich habe auch mal über den Stream geguckt, also... Leider hat es nicht so ganz was getan. Das ist ein Technical. Ich hatte gehofft, dass es halt... Ich habe eine ziemliche lossy Verbindung. Also es geht halt über WLAN raus. So zu zwei Nachbar... Also zwei Häuser weiter geht der Uplink so. Und natürlich sind dann ist ein bisschen Packet-Loss. Und anscheinend, wenn es 2 Sekunden das Internet weg ist, dann sagt der Streaming-Software so, nö. Ich bin rausgeflogen, ich muss mich reconnecten. 15 Sekunden ist dann erstmal reconnecten und in der Zeit ist halt nichts. Und dann stirbt es auch meistens ab. Ich gehofft, wenn ich dann Tunnel drüber liege mit TCP, das heißt, wenn die dass die Pakete nicht verloren gehen, sondern einfach normal gesendet werden, dass es dann geht, aber ich habe trotzdem noch Packet Loss. Das heißt, trotzdem sind die Pings noch. Sind noch nicht da. Was halt ein bisschen komisch ist, was meinem Verständnis von TCP irgendwie widerspricht. Aber ist so. Von daher werde ich wohl. Wenn ich wohl morgen nochmal gucken müssen, ob ich da irgendwie. Was hinbekomme. Die Stream-Probleme liegen hauptsächlich halt tatsächlich daran, dass der Stream, also dass die Verbindung kurz weg ist. Und damit kommt die Stream-Software nicht klar. Das muss ich nur noch fixen. Ha. Naja. Morgen bzw. jetzt, es sollte soweit jetzt klar sein, dass es nur noch alle, also höchstens einmal kurz aus ist und dann geht's halt wieder an. Hoffentlich. Wir werden sehen, aber ich bin zuversichtlich, dass das halt schon so passen wird. Nun gut. Ja, wir haben die Viper jetzt. Vielleicht wird der Razor noch gebannt, vielleicht aber auch nicht. Ansonsten haben wir Death Prophet Brewmaster. Relativ normal in diesem Lineup. Necro gebannt. Von daher haben wir hier noch die Möglichkeit Razor und einen Ogre. Mal schauen, wer von den beiden die Picks machen wird. Wer hier Ogre pickt. Wer Skyrath Mage pickt. Ogre's First Pick, wichtiger als Razor. Dann kann ich hier tatsächlich sogar Skyrath Razor sehen. Könnte ich mir vorstellen. Oh, Jakiro, na gut. Ja, Jakiro ist halt auch stark. Schon. Jakiro Razor vielleicht? Oder vielleicht ignorieren sie Razor komplett. Was, weiß ich nicht. Würde ich jetzt mal nicht so nehmen. Aber tatsächlich Jakiro Skyrath Mage ist die Wahl. Okay. Starke Supports, aber ich hatte jetzt doch den Razor hier erwartet. Ich bin ziemlich sicher, dass Aragorn den picken wird. Und mit Ogre Razor haben wir schon ein ziemlich scary Lineup. Aber sind sich nicht ganz sicher. Es sind natürlich noch ein paar andere Helden im Pool. Like in Terrorblade oder sowas. Was nicht mehr so stark, nicht mehr so wichtig ist zu bannen. Ansonsten Centaur haben wir noch. Wäre hier in der Situation vielleicht gar nicht mehr so schlecht, ja. Centaur ohne Initiated, macht einen Stomp. Und dann ist sogar Magi da, um den nächsten Stun zu machen. Schöner Stun-Lock. Tja. Dann schätze ich mal hier, dass der Razor rauskommt. First Pick ist nachher wieder für Roevo. Ja, hier kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Aragorn ihn bannen. Aber erstmal natürlich der Void. Jakiro Sky. Ist klar. Ogre und Cent. Ja, ein Razor könnte jetzt ziemlich gut passen. Für Aragorn. Aber auch für Roevo ist halt ein guter Held. Auf jeden Fall haben Roevo halt so ein bisschen den Vorteil, dass sie gegen den Cent auf der Lane stehen. Und Sky und Jakiro sind halt durchaus. Können den Cent raus Harrison und ziemlich schnell den Tower pushen am Anfang. Also halt mit Jakiro Liquid Fire ist das Ding halt ziemlich schnell down. Wenn sie dann auch einen Carry nehmen, der einigermaßen ein bisschen Push-Potenzial hat, dann können sie ja halt ziemlich schnell durchpushen und einen schnellen Vorteil erhalten. Like in Virginia Command, kein Razor-Bann. Ich nehme an, nicht an, dass Roevo den jetzt bannt, weil sie ja First Pick haben. Falls sie ihn picken wollen, können sie das dann jetzt auch hier tun.
Aber generell, ja. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Ja, Reserve Time. Wir sind nicht sicher, was sie bannen wollen. Und es ist tatsächlich der Witch Doctor am Ende. Okay. Dire Team Pick. Es ist im Prinzip jeder Bann okay gewesen. Witch Doctor ist stark hier, weil halt schon so viele Stunts da sind und da halt mit dem Deathwood sehr gut passt. Aber. Ja. Wie gesagt, ist jetzt nicht so wirklich relevant. Ist noch nicht so wirklich viel auf dem Tisch. Und jetzt der Pick wird wahrscheinlich ein Core sein für Roevo. Und dann bin ich gespannt, ob das ein Zeithunter wird, einfach nur, weil er noch drin ist und ein Offlane benötigt wird. Oder ob sie hier schon einen anderen Core zeigen. Aber ich rechne ein bisschen mit Tidehunter oder Razor hier. Bin immer noch nicht ganz sicher, warum Razor noch nicht gepickt wurde. Reserve Time. Sven stands ready. Radiant Team Pick. Okay. Also ich habe gerade gehört, es wird ein Remake geben nach dem Spiel, weil noch ein englischer Cast hinzukommt. Weil die Teams ja eben gefragt haben, oh, kein englischer Caster, dann kommt hier noch Ted dazu. Reserve Time. Aber ja, Sven. Sven, Sven, Sven. Es könnte ein Wisp-Game sein, aber ich glaube eher nicht, weil Jack Hero schon da ist. Aber ein Mitte Sven könnten wir eventuell sehen. Ziemlich cool. Sven ist mal was. Ist mal was anderes, so freue ich mich drauf. Shadow Demon. Dire Team Pick. Na, schauen wir mal. Ah, oh, Shadow Demon. Shadow Demon Ogre Centaur. Okay. Ist es dann eine Mirana und eine Aggressive Trilane? Oder generell eine Mirana? Es kann durchaus sein. Aber ansonsten, ja, oder ein Invoke kommt noch. Kann ich mir gut Invoker für die Mitte dann vorstellen. Das ist generell ein ziemlich gutes Invoker-Game jetzt schon. Entweder trifft die Disruption oder Centaur Ogre oder. Also. Da können Kills sein von Aragorn Lüktar. Reserve Time. Sieht mir ziemlich stark nach dem Invo aus. Invoker und oder Mirana. Darkseer. Darkseer. Also Sven Darkseer, okay. Stormbolt und so, ja. I see. Ein Kombo liegt am Tisch, sehr lange nicht mehr gesehen. Auch generell Darkseer. Super lange her. Außerdem diesmal ein Matchup ohne Tidehunter. Es ist auch schön. Und beide Teams bisher Lineups, die nicht so auf Ultimate Timers relyen. Und super schnell. Die Stampede ist noch ein wichtiger Spell. Außerdem natürlich God Strength. Und ja, Technik liegt natürlich auf die Wall. Remaining. Aber erstmal geht es um Vakuum Stormhammer Combo. Was ziemlich geil werden könnte, besonders mit Shakira zusammen. Die Frage ist halt, es muss treffen. Und. Es könnte ganz gut sein, Centaur steht drin, Ogre Major dahinter und Shadow Demon auch und dann könnte man in die Mitte vielleicht. Ist ja die Frage. Aber es könnte durchaus ziemlich mächtig werden. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. Ich hab so meine Befürchtungen, dass es vielleicht nicht so gut funktionieren wird. Einfach nur das, weil ja, Darkseer-Kombos sind sehr schwer zu executen. Und ich weiß nicht, auf welchem Level Roevo spielt und ob sie das hier
Naja, ob sie das halt gut exekuten kann. Aber ich hoffe für das Beste. Dann sehen wir ziemlich coole Kombos. Und dann scheint es der Invoker doch nicht. Kein Invoker, okay. Kein Invoker. Oh, das wäre so ein geiles Setup für den Invoker gewesen. Und ohne Biarana. Pack in der Mitte. Ist mehr Gank-orientiert, mehr Midgame, aber ich weiß nicht. Weiß nicht, warum sie da nicht mit dem Invoker gegangen sind. Silence zum Skyrath-Mage? Nee. Eigentlich sollte das auch okay sein. Eine Lifestealer-Bomb ausgenommen. Man kann immer noch den Invoker Safe-Lane spielen, aber halte ich nicht so sinnvoll, ja. Five seconds remaining. Reserve time. Ja, was würde ich jetzt bannen für Roevo? 10 seconds remaining. Eine Mitte. Mitte oder Safe Lane. Aber ich glaube schon, dass Sven Safe Lane Carry ist. Gegen Park. Also bannen einfach den Woke. Haben sie jetzt? Nee, okay. Haben wir den Woke gebannt? Tatsächlich. Na gut. Ja. Stormhammer into Ice Path ist möglich, aber. Ja, wobei. Das ist tatsächlich sogar relativ gut. Stormhammer Ice Path und dann sollte es eigentlich passen. Aber, Ich hätte Invoker halt selber gepickt, na gut. Aber Invoker. Armes Invoker. 5 seconds remaining. Reserve time. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Machen wir was, okay, man hat nicht genug. Das glaube ich ist ein bisschen greedy. Jetzt haben sie zwei halt, die eigentlich nur ein. Also sie haben zwei Heroes jetzt, die nur ein Spell machen, um dem Sven zu helfen. Das heißt, Argon pickt jetzt, keine Ahnung. Bane für den Sven. Ne, picken jetzt halt irgendwas für den Sven. Muska, okay. Cool. Muska, na gut. Mal gespannt. Wenn sie jetzt hier gepickt werden. Dann jetzt mal mit dem Remake. Darks hier. Pick doch einfach. Aber das sieht ziemlich danach aus, dass sie keinen. Dass sie das entweder mitbekommen haben und jetzt schon disconnected sind oder nicht. Aber 5 Sekunden noch. Schauen wir mal hier. Ja, okay, sind alle schon raus. Nevermind. So, ja, dann sind wir wieder und dann. Epic, All Pick, alles super. Ganz viele Erklärungen, okay. Dann geht's hoffentlich direkt schnell weiter. Aber ja. Bisschen Patience noch im Stream. Und generell. Ja, viewers. Who cares? Wir brauchen schon Viewer.
Ja, da. Naja, ich bin mal gespannt. Also Shadow Demon und so wird halt durchaus, ja, hart. Wird aggressiv. Und Huska und Sven. Also, interessant. Connected. Channel switched. So, dann kommt da noch ein Kokos da drauf. Aber wir haben auch noch Probleme. Auf der anderen Seite hier. Von daher willst du das Ganze leider noch ein bisschen verzögern. Aber never mind. User was moved to your Hello. channel. Hey, Venu. Geht. Ja, Was geht denn Samstagabend, eigentlich los? bisschen Karsten. Hast du schon lange? Ja, 17 Uhr. Jeden Tag, jedes Wochenende zwei Spiele jeweils Best of Two. Samstag, Sonntag. Vier, fünf, fünf Eieiei. Gruppenphasen und so. Das ist ja sogar ein Professional-Turnier, nicht Amateur. Ja. Und trotzdem niemanden. Ja, und waren Bekannte dabei. Aber, jo. Vielleicht wird es danach bekannter. Ja, die anderen sind noch AFK und so. Was musst du denn zurzeit? Was habt ihr denn so für Tournaments, was ihr gerade tut? Gar nichts. Gar nichts. In Dota League und Publix und ähnlich. Pubs spiele ich eigentlich auch kaum. Ich spiele eigentlich nicht so viel zur Zeit. Ich habe heute mal wieder ein paar Pubs gespielt, aber davor, heute und gestern mal wieder. Ja. Hätte gehofft, dass ihr ganz tolle Tournaments spielt, wo ich dann, wenn ich wieder Zeit habe, dann mal so ein bisschen cooles Dodo sehe. Leider nicht. Das heißt, Wombat ist gerade nur in der John Dota League, ansonsten wartet ihr auf nichts. Nö, ich spiele ab und zu das Russenturnier 11 Uhr morgens oder so. Aber wenn halt irgendwelche Public-Turniere sind, dann mache ich da mit, aber sonst. Sonst. Jo. Ist das jetzt noch ein Best of Two oder ist das erste schon passiert? Es ist immer noch das Erste. Wir Immer haben noch? irgendwie. Dauert das schon so lange, bis es losgeht? Ja, es ist ein Rematch, weil anderes Game nicht stattgefunden hat. Dementsprechend kam der Caster vom anderen Game halt jetzt hier rüber. Wir haben nochmal gerade Remake gemacht und der eine war natürlich im Draft dann AFK. Und jetzt warten wir auf einen, wo es anscheinend Real-Life-Problems gibt.
hätte seine Katze brennt. Ja, mindestens. Meine Katze brennt, du musst erstmal darüber tweeten. Ey, Digga, meine Katze brennt, was soll ich tun? Löschen? Ey. Nein. Du musst erstmal ein paar Fotos auf Instagram hochladen. Tja, tja, tja. Irgendwie. Schauen wir mal. Also bisher ist es halt so. Okay, die Admins werden schwierig. Admins wollen fertig werden, aber im Prinzip ist es halt hier die Schuld von vom Organizement, weil das Game findet statt und wenn der Admin sagt, lass uns noch ein neues machen, dann werden wir noch einen Caster bekommen und dann die Leute nicht da sind, dann ist es irgendwie teilweise die Schuld vom Admin, aber andererseits, wenn es Real-Life-Problems gibt und dann wäre halt so lange Pause, von daher ist es halt auch schon irgendwie so im Team. Ist schon am Team. Ja, naja, wird schon losgehen demnächst, schätze ich mal. Ja, ja. Ja, klar, also. Außerdem, ich hab Zeit. Klingst du irgendwie krank oder so? Ich? Nee. Nee. Du klingst verrauscht. Tue ich das? Ja, mein Headset wird immer schlimmer. Ah, ja. Also so Headsets kostet so 5 Euro oder so, so ein Mikrofon. Das ja, so ein Headset habe ich. Er muss ein neues kaufen. Ja. Hm. Hab echt keinen Bock. Es ist so. Das Rauschen ist halt so fast lauter als deine Stimme. Echt jetzt? Aber das hörst du ja selber. Naja, kannst du ja bei TeamSpeak hier den Test machen, wo du dich selber hörst. Hab ich noch nie gemacht. Manchmal. Wo ist der bei Einstellungen, Optionen, oder? Ja. Genau. Wo ist er da? Hm? Weißt du es zufällig, wo der da ist? Ja, ja. Wo denn? Also, Einstellungen. Moment, ja. Da. Einstellungen, Optionen und dann hast du da Aufnahme. Kannst du Sprachaktivierung, Test starten und dann kannst du dich da selber hören. Dann hörst du ja wahrscheinlich das Rauschen. Ah, das geht klar. Ja. Wenn du nuschelst nicht, aber ansonsten geht's klar, ja. Nuschel doch nicht. Oh, guck dir mal den Draft an und dann. Was sagst du dazu? Dann muss ich dich hier in TS muten. Nee. Du musst nur dein Ingame-Mikrofon anmachen. Ich habe Mute Codecasters und dann. Okay. Hab ich. Für den Stream höre ich dich über TeamSpeak und Ingame soll es halt auch zu hören sein. Das ist doch schick. Achso, ist schon gedraftet. Ja. Ach Mist, ich habe doch kein Mute Codecasters. Ja, es ist halt ein Rematch. Ja. Also was sagst du zum Lineup? Hast du dieses Darkseer, Magnus, beide zusammengenommen, damit der Sven reinkleven kann? Vielleicht ein bisschen viel. Aber Huska. Huska hier schlecht. Weißt du, wann der gepickt wurde? Ja, Last Pick. Last Pick? Ja. An die allerletzten Pick oder den, also hat die Genia davon noch einen Pick? Last Pick. Sie hatten halt irgendwie Darkseer, Sven als Combo und dann haben sie noch einen Magnus da reingepickt. Also so, okay. Ja, ich verstehe ihn schon, aber es ist trotzdem. Ja, die zwei Last Picks waren ein bisschen komisch, aber. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Aber na gut. Das Ding ist, die können den Huska halt ziemlich hochbuffen mit dem Ogre und den Shadow Demon. Ja, das stimmt. Und dann. Ja. Die können halt auch den Sven ziemlich hart kiten mit dem Zen. Das geht eigentlich schon alles. Das Ding ist nur, die verlieren den Fight, sobald der Huska einmal im Sven-Reichweite ist. Dann ist er tot. Ja, Sven ist tot oder der Huska ist tot? Der Huska ist tot natürlich. Ja, wahrscheinlich. Wir haben ziemlich viele. Aber, ja. Die haben irgendwie nicht so krass das Lineup mit dem Sven. Er wird zwar gebufft durch den Magnus, aber. Wenn die jetzt noch den Ogre hätten, dann wäre das richtig krass oder so. Weiß nicht. Ja. Mal schauen. Haben wir Evo, die schön dodgen, das schon sehen. Und
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Dodge ist hier. Und dass sie nicht aggressive gehen wollten, aber es funktioniert anscheinend. Ding ist nur, wenn die Supports jetzt runterrotieren von AL. Wofür steht das? Weiß ich nicht. Egal, wenn die Supports von AL runterrotieren, dann haben die halt dann eine Husker Tri-Lane, die Tri-Lane von EVO einfach völlig zerstört. Ja. Raw Evolution, also Evo und Aragorn Luktar. Keine Ahnung, ich Aragorn oder so. AL. Ja. Sonst kompliziert hier. Naja, aber da bin ich mit Omar gespannt. Letztes Game, was ich halt gesehen habe, war halt hauptsächlich ein paar Throws dabei und ansonsten halt im Early Game alles entschieden. Das hier sieht mir auch sehr aus, als ob da Teamfight mehr später was passieren wird. Meinst du, mit Sven will man eigentlich immer aggressiv schwingen, also mit Sven? Mal schauen, ob das hier oben ein Kill ist. Schöne Bodyblocks vom Ogre und... Oh, ja. First Blood, nice. Und einfach diese 7 Armor, ohne Witz. Ja. Denkt einfach den ganzen Tower. Ja, Ogre too strong. So, in dem kompletten Draft ist Razor durchgegangen. Das hat mich überrascht. Kein einziger wollte ihn bannen, kein einziger wollte ihn picken. Oh, kann man schon mal machen. Razor ist halt. Ich weiß nicht, kennen sich die Teams? Also sie haben schon mal gegeneinander gespielt, aber nicht so wirklich kennen. Von daher. Aber jetzt hast du ja auch gesagt, rotieren einfach runter. Und dann machen sie die Grenzen wieder einfach kaputt. Oder? Ja. Wäre auch dumm, wenn nicht. Ja. Das ist oh Gott, oh, ich dachte schon, der Sven kommt direkt, das wäre mir richtig schlecht gewesen. Wir kriegen hier noch einen Return, aber dafür gehen sie auf den Scarif nicht drauf, also im Endeffekt würden Husker noch mehr aufgeben. Verkehrung. Nee. Oh Gott, Husker. Okay. Hab ich gedacht. Wenn der Takiro den richtig kitet, kriegt der den ja, der Burn Damage. Ja, aber Sven's dann. Ah, nee. Ugas schneller. Man muss sagen, dass aber der nicht jetzt gestorben hat er sich wäre, getötet. Wenn der Ignite geskillt hätte, der Ugas. Oh, Jukes, die Jukes. Wer kommt oh da? Gott. Seriously? Nice. Schön gejuked, aber oben geht, fährt er noch Dax hier. Das darf nicht passieren. Oh Mann. Oh Mann. Ja, es passiert was auf jeden Fall. Aber die Mitte ist da hingegen noch sehr passiv, aber gut. Magnus Pack ist traditionell nicht so viel los. Ja. Pack müsste die Lane aber gewinnen, der hat einen kleinen Vorteil. Ja, sollte sie, ne? Eigentlich sogar einen relativ großen Vorteil. Also kommt drauf an, dass das ist halt so ein richtiges Matchup, wo einfach nur Mindgames sind. Mit Animation Cancel genau, und sowas. Genau, also du kannst halt irgendwie die Shockwave relativ einfach dodgen. Aber. Go hier. Schön daneben. Er hat's versucht. Okay. Er hat's versucht, ja. Ey, das ist jetzt ein bisschen abwertend. Was will er da machen? Die Turnrate ist von Jakiros eigentlich zu langsam, müsste eigentlich gleich rennen. Oder er versucht halt sowas. Ja, selbst das glaube ich. Also, Husker hat. Ja, Husker hat noch keine Boots. Würde es vielleicht mit zulegen. Dann kommt er auf jeden Fall dahin. Aber Ignite ist auch immer noch nicht vorhanden, okay. Bloodlust, Husker. Also wenn die aber jetzt einen Early Vorteil kriegen, die AL-Typen, dann wird der Husker schon funktionieren, ne? Ja, Mitte. Sehr greedy. Aber genau im rechtzeitigen Moment ausgeskürt. Da hätte aber auch ein TP wieder definitiv geturnt. Das Problem ist halt nur, dass die Supports oft unten gestorben sind, dass sie definitiv kein Geld fürs TPs haben. Jetzt go auf Husker? Nein, okay. Das Dyer's Middle Tower. Sah so ein bisschen anders aus. Oh, und jetzt ist Sven dann komplett alleine da. Eispark, aber da hat er keine Masse. Hey, Husker klingt hinter sich auf, ohne Boots. Direkt erstmal Mask of Death wahrscheinlich. Thematic Monster vorgeschaut. Cool. Interessant.
First Item dann halt direkt Helm of the Dominator. War Boots. Ja, mal schauen. Also er kann Urne und zur Zeit auf alles spielen. Er wird eine Urn gehen und dann. In dem Game könnte er vielleicht sogar einen Blink gehen. Okay. Was halt echt nicht darf, ist, dass der Dax hier so hart die Toplane verliert. Das ist echt bitter. Ja gut, jetzt war es halt ein Gank von. Wir haben einfach gedived, aber vorher war halt auch schon 0-2, ne? Ja, 0-3. Oh nein! Es ist halt echt teuer, dass der Ogre seine Ignite nicht geskillt hat. Das ist ein bisschen merkwürdig. Wirklich. Ja, der Slow ist halt entscheidend. Skillt das echt eigentlich normalerweise schon auf Stufe 1? Ich kann verstehen. Was ist der Float? Ja, der ist cool. Okay, nein, ist er nicht. Das Ding ist, der hat halt Level 1 hatte den Fireblast geskillt, weil die Darkseer damit gekillt haben. Kann man verstehen, weil der vielleicht eventuell Search hat. Wenn der Slow egal ist, aber. Dass er dann auf Level 2 den Buff holt und dann auf Level 3 nochmal Fireblast, ist schon echt fragwürdig. Ja, also es ist ein relativ frühes Bloodlust. Und komplett Unleaked. Man muss halt auch sehen, dass Bloodlust bringt eigentlich so früh ja fast gar nichts. 20 Attack Speed. Ist ja doch kaum geskillt eigentlich. Movement Speed 10% ist halt ganz gut, bevor der Huskar eigentlich Boots hatte, aber jetzt. Jetzt ist halt egal. Was man auch anmerken muss, ist, dass der Sven kein Stout-Shield hat. Das ist ein bisschen merkwürdig. Quelling Blade stattdessen gebaut. Ja. Ja, sie haben halt gedacht, wenn sie dodgen, dass sie okay sind. Aber haben wohl nicht damit gerechnet, dass sie auch einfach swappen können. Der Punk geht hier oben nochmal Daxia an. Der stirbt doch der Daxia. Oh ja, schön gefunden. Und Jukes. Jukes! Oh! Aber der stirbt trotzdem. Aber Orb, ja. Ah, daneben. Okay, ja. Die Vision reicht. Immer noch Zeit gekauft. Und immer noch keine TPs. Oh, jetzt kommt das erste TP und das zweite. Keine AP, der Magnus. Kein Mana. Ja, okay. Er kommt sowieso viel zu spät. Ja. Ich hab mir gedacht, wenn der Pack irgendwie den Tower Shot dodgt, anstatt die Arcane Bolt. Wieder ein Go, aber nur ein bisschen Harris. Wenn sie jetzt zu zweit auch gar nichts mehr machen. Selbst ist in der Warren Level 8 fast Blink. Auf der, ja, gut, Solo-Lane, ja. Solo-Lane 2-0. Easy 8-0 Minuten Blink, Digga. Ja. Aber das ist verdammt so guter Farmer. Würde sich wahrscheinlich schon lohnen, das für Husky einfach die Portraits zu skippen und direkt die Urne zu bauen, aber. Das Game zerfällt halt wirklich gerade ein bisschen für Dire. Das ist, wenn der Zent jetzt einen frühen Blink hat, und der Kurier ist übrigens immer noch nicht upgegradet. Ich wollte auch gerade pingen hier, ich gucke auch gerade hin. Denkst du, die Urne sollte jetzt langsam kommen, aber. Wenn der jetzt einen Blink hat und der kann ja dann einfach hier Mitte abholen, dann kann der Bot abholen, dann könnt ihr hier einen Easy Tower holen, könnt ihr hier den Tier 2 holen, weil die anderen haben einfach überhaupt keine Antwort. Können die Mitte Tier 1 holen und dann ist das Midgame eigentlich schon gewonnen. Ja, das Problem ist halt, die einzige Antwort quasi, die Evo gepickt hat, ist irgendwie AP oder. Der Kiro macht halt noch am Anfang was, aber Dax hier ist die ersten 20 Minuten jetzt nicht unbedingt useless, aber schon ziemlich schlecht. Und Sven bringt halt was, wenn dein Team was bringt, aber sonst bringt er irgendwie erst ab Minute 20 wirklich was, sonst. Guy ist auch sehr level-dependent. Und Magnus sowieso. Das ist halt alle. Die haben halt nichts, was einfach sowas macht, außer Jakiro. Die brauchen alle irgendwelche Items und das ging so ein Early-Lineup, was AL hier hat. Und da ist es vielleicht sogar echt logisch, den Husker hier zu picken, wenn man so tief mehr drüber nachdenkt. Okay. Hier ist ein Kurier und Puck läuft da dran vorbei. Er ist nicht mal in den Bäumen, der ist einfach nur da. Puck steht daneben, guckt ihn an und denkt sich, nö. Das sollte jetzt wieder sein. Schöner Silence vom Scarif Mage. Wäre das ein Stun und ein Kill. Aber Center auf Star mit Blink, genau wie du gesagt hast. Können wir jetzt unten abholen. Und dann müssen wenig leben, wird noch regenerieren wahrscheinlich. Keine Salve von Leuten. Nee. Und Charges auch nicht. Aber wenn der zwei Mannsturm kriegt, wird er den direkt machen und dann Leute töten. Ja klar. Also, wow, jetzt zeigt er sich.
War ein bisschen merkwürdig, sich da zu zeigen. Kriegt doch so den Zweimann-Stomp. Okay. Ja, aber ist gut. Jetzt wird's gehen. Könnten vielleicht noch den Sven kriegen? Ne, die gehen raus. Play it safe. Ja. Ich glaub, mein... Währenddessen schüttet auch der Magnus in der Mitte. Ja, der ist tot, der Magnus. Ich muss mal ein bisschen meinen Sound leiser machen. Die Quetzen sind doch ein bisschen laut. Na gut. Oh, der Sven wird da unten sterben. Der Sven ist ein bisschen vorne, ne? Ja, okay, das Klopfen ist drauf und easy kill. Der ist sehr, sehr blauäugig. Ja. Wirklich. Es ist immer dieses, okay, ich kann hier warten, während mein Tower fällt, weil das ist ja eine Bildschirmweite weg. Oh ja, nee. Wir haben halt wirklich nichts und wir haben alles so Heroes, die können die einfach nicht killen. Die müssen immer eine AP committen, um irgendwas zu töten in diesem Spiel. Sonst kommt einfach eine Cent-Ulti und dann ist alles verkackt. Wir haben nur zwei Stunts. Zwei Safe-Stunts, wenn du Icepath nicht mitzählst. Ja. Und dann kann einfach aus allem anderen kann der Cent raus mit seinen Ulti. Das ist so... Ich jetzt... Ja, ja, das kommt ja noch danach ein zweites Spiel. Ich werde jetzt das Spiel nicht schon als zu Ende bezeichnen, aber... Da interessiert es mich echt, ob die anders draften. Ja, das sieht halt auch ziemlich stark outdrafted aus. So ein bisschen. Aber... Hätte einem aber gleich eigentlich am Anfang direkt auffallen müssen, wenn man gerade so drüber nachdenkt. Wirklich, jetzt mal die Lineups gesehen hat. Ich habe gar nicht über die Stunts nachgedacht. Weil du kannst halt auch, wenn du wirklich gegen Huska keinen Stun hast und gegen Puck keinen Stun und gegen Zen keinen Stun. Das sind alles Heroes, die besonders stark sind halt, wenn die Gegner keine Disables haben. Ja. Okay. Und Shadow Demon ist auch geil gegen Skyrim. Und ja, auch gegen AP und Sven. Das ist aber viel, muss so viele Reactions haben. So, ja. Manchmal sieht man die den Mystic Flare kommen, manchmal auch nicht. Aber oben, das hier. Wird ja auch da. Nee? Okay, doch. Aber er ist silenced, ja. Okay, Overkill. Overkill. Besonders mit der DD-Rune, den noch aktivieren hätte können. Hat er wenigstens. Ja, ein bisschen Overkill. Aber jeder Kill zählt gerade anscheinend. Ja, aber das heißt halt, die können jetzt für 100 Sekunden können die einfach nicht mehr deffen. Ja, ja, klar. Das, jeder Kill zählt, meine ich, für die, den Gemütszustand. Dass es Overkill war und das ist umsonst war, ist klar. Besonders wenn der Zen auch einfach reinlaufen kann. Oh. Hm. Das sind auch so Kleinigkeiten hier. Siehst hier auf der Seite, wo Ogre halt runterläuft, wird von Jakiro verfolgt. Sein Team reagiert, indem es hier hintippiert und entgegenkommt und Jakiro dreht halt hier erstmal wieder um. Also, hm. Irgendwie reden die nicht so gut miteinander. Scheint es so. Du hast gesagt, das ist eine Gruppenphase, oder? Ist eine Gruppenphase, ja. Also, wo stehen die denn haben in der schon. Gruppe? Hm? Wo die denn in der Gruppe stehen, weißt du das? Ah, das wäre jetzt auch mal wieder Zeit, ja. Ich mach's im zweiten Game oder so. Wir haben... Der müsste Ranking. Eigentlich überleben sogar. Ja, Roevo ist letzter, also... Roevo ist letzter und Aragorn ist zweiter, also Aal ist vorne. Im Ranking. Wie groß ist die Gruppe? 5 Teams. Nicht so viel, aber... Wer ist denn da noch drin? Northern Lions, die wahrscheinlich das Spiel, das alles hier gewonnen wird, sind zu null. Bolderdash Gaming, das kommt morgen. Sagen die Namen überhaupt was? Ja, sag mal die Namen, ich hab's gerade akustisch nicht verstanden. Ja, ich was war auch nicht so gesagt, das ist verstehen ganz okay. Wir haben die Northern Lions, Bolderdash Gaming, ja, die kenne ich. Und die Swaggy Dudes. Okay. Ja, Northern Lions kenne ich. Ja, genau. Die aber sind der halt Rest zu null bisher. Und werden das wahrscheinlich auch ähnlich. Das Tournament hier. Knappe Skewer, aber ja. Dire's top tower is under attack. Naja, immer noch 18-4. Nichts passiert, obwohl sie hier gedived haben. Hey, es ist auch ein bisschen merkwürdig, dass AL gerade keinen Druck aufbaut. Können die eigentlich viel mehr machen?
Einfach irgendwo sich vor ein Tor stellen. Mit der 682 Funktion mit dem Gummiband-Effekt könnte es eigentlich echt noch, wenn Magnus jetzt einen Blink kriegt und ein guter Teamfight, dann können die da eigentlich raus snowballen fast schon, wenn die Glück haben. Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Aber wirklich, wenn eine 3-Mann-API ist, auf Fusca Pack plus ja. Tent wahrscheinlich sogar noch. Ja, und SD muss eigentlich muss fast jeder drin sein. Der Punkt ist halt, dass ich das in den letzten beiden Spielen halt auch erlebt hatte. Wir hatten ein Team, was in der Laning-Phase extrem viel Land gewonnen hat. Und dann hatten sie halt Godlike Spooks auf Leuten, die dann halt irgendwie gefeedet haben. Und dann hat das Spiel halt 40 Minuten gedauert, obwohl es irgendwie nach 10 Minuten irgendwie 15-2 stand oder so. 682 halt. Ja, ja. Das ist schon einiges. Aber es waren halt auch Teams, die von hinten ganz gut spielen konnten und irgendwie, besonders im zweiten Game, weil sie ja teilweise, es waren halt 20 Kills hinten und waren halt immer noch im Spiel drin. Ja. Aber wenn manchmal man dann auch noch eine Medusa hat, dann kann man noch nichts dazu einfach sagen. Das ja, das auch. Du kannst wirklich erst GG. Na, wobei, du kannst eigentlich noch nicht mal GG sagen, wenn du Mega Creeps hast gegen Medusa und so einen Scheiß. Oh, ich hab zu früh Rip geschrieben. Da hab ich nur auf einen Abend. Ich versuch's jetzt natürlich safe. Und die Green Fire. Ja, der ist zu der Stimme nicht mehr, der hat viel Armor. Jetzt kommt der Pack jetzt. Ja, jetzt oh, Gott, das ist ein Haste. Drin. Oh, oh, schöner Dampf noch. Reingesprungen. Autsch. Ja, autsch. In 8 Sekunden hat der Dream Fire. Sei denn alle laufen in den Eisberg? Okay, genau. Oh Gott. Okay. It's a complete Team Wipe. Ja, okay, eigentlich waren es zwei Kills, aber dann haben die noch ein Team Wipe draus gemacht. Ja, muss mal schauen, nee. Der Tier 1 steht noch und ich habe mir zwischen Tier 3 und Tier 2 gedreht. Ja, sehr gut. Ja, das ist halt auch so ein Huska-Uga-Lineup, oder? Also, das ist ja, und Sen, die haben halt tanky Leute und der Pack, der stirbt einfach nicht gegen Tower. Ich meine, wie will Pack in diesem Game sterben? Er kann ja, eigentlich nicht sterben. Ja, Icepath ist das einzige, was sie töten kann. Ja, Icepath Silence so, aber sonst. Also, ist halt nicht. Ja, aber der ist normalerweise nicht im Range für Silence. Ja, ist halt ein relativ gutes Pack-Game. Und ein relativ gutes Centaur-Game. Und ein relativ gutes Huskar-Game. Und Ogre ist halt sowieso immer. Oh Gott. Lieber da. Ah, da war mein Coffee. Ich wollte nämlich genau in den Rand machen, dass er instant gestunt wird. Bisschen greedy, aber naja, können sich's leisten. Die 2 fällt jetzt, mal schauen, ob es direkt durchgeht. Die Dice ist down, lass mal durchgehen. Ein bisschen low, aber eigentlich ist halt noch nur Huskar, der low ist und das ist egal. BKB für Huskar gleich fertig, okay. Ah, AP ist in 10 Sekunden wieder ab, also solange die gespreadet stehen, AL, können ja eigentlich auch Highground gehen. Weil die haben, ja, was hatten, zum Death, die haben kaum was zum Deathen. Das einzige, was sie wirklich zum Deathen haben, ist Jakiro halt und die Wave, Shockwave halt. Ja, und generell sind sie weit vorne. Die Grafen angucken, noch Gott, 20.000 Net Worth vorne und 15.000 XP. Ach, 18 Minuten 20.000 vorne zu sein, ist natürlich hart. Es ist sehr hart, ja. Oh Mann. Net Worth, ach du Scheiße. Net Worth angucken ist halt auch. Ogre ist höher als Magnus und Sven. Hook muss ungefähr noch ein bisschen Networth benutzen. Dann hat er genauso viel Networth wie die ganze Team zusammen. Schöner Eisbad auf 4. Oh ja. Das macht also durch die Wall, interessiert niemanden. Und selbst dann, die sind alle. Diese Linie an. Einfach die Linie hinterlang und alle töten. Oh, schöner Safe hier. Okay. Oh. Die ist drin, ja, ein Hit. Der passt aber nicht. Ja, außerdem noch kein Cleave gesehen. Also wenn das ein besseres Tool ist, würde man jetzt eigentlich GG'en, weil das alles andere zieht jetzt eigentlich nur noch die Motivation runter. Oh ja, 23 hier. GG, ja. Guter Punkt. Guter Punkt. Ja. Ja, klar. Outdraft, muss man sagen. 25.000 Gold Vorteil. Wenn du
gegen den Early Game Lineup halt einen Draft hast, der 3 von 3 Lanes verliert. Und dann halt wirklich die Top-Lane hart verliert, die Bottlane extrem hart verliert und die Mitte einigermaßen even ist, aber auch verliert, dann ist das echt verdammt schwer. Musst du einfach nur noch auf Fehler hoffen, weil du sonst einfach nicht mehr gewinnen kannst. Ja, richtiger Call. Übrigens, weißt du irgendwie, wenn ich hier am Ende des Spiels keine Maus mehr habe, musst du, die Maus weg ist, hast du dafür einen Fix gefunden? Kennst du das? Kenn ich nicht, nein. Nicht? Okay. Na gut, Spiel 1 Gondoktare gegen Roevo war ein Stomp. Wir werden sehen, ob das Spiel 2 ist. Stay tuned.